Herzlich willkommen zu BMW Today. Heute geht es nicht nur um den X1, sondern um die gesamte BMW X-Familie. Und bei mir, Gesprächspartner, ist Joy, BMW Genius und echter BMW-Fan. Hallo Joy. Hi Ede. Ja, X-Fan auf jeden Fall. Die Autos sind richtig schön. Joy, du hast wahnsinnig viel Kontakt mit Kunden in der Beratung. Warum sind diese X-Fahrzeuge so beliebt? Na, ganz einfach, es ist das Gefühl der Sicherheit. Man sitzt erhöht und hat die ganze Straße im Blick und die totale Flexibilität. Man kann die Familie mitnehmen, man kann auf Reisen gehen, man kann einen Anhänger dranhängen. Also man hat alle Möglichkeiten gegeben, die man braucht. Also geht es um das Gefühl von Freiheit? Absolut. Und Sicherheit, nehme ich mal an. Absolut. Hast du gerade gesagt. Absolut. Die Community hat eine Frage. Ja. SUV, SAV. SAC oder C? Ja. Wo ist der Unterschied? Warum? Die Fahrzeuge heißen bei uns SAV, weil wir aktiv sind und deswegen Activity statt Utility. Wahrscheinlich, weil sie auch einfach viel besser fahren. Einmal, ich habe noch eine Frage aus der Community mitgenommen heute und die würden gerne wissen, wie die Farben heißen. Okay. Lass mal starten. Hast du sie drauf? Ich denk schon. Okay, da drüben? Misano Blau. Okay, dann hier war die Frage. San Marino Blau, eine wunderschöne blaue Farbe. Und das natürlich, ganz krass und neu. Manhattan. Einfach nur Manhattan. Manhattan. Ja, das Thema bei BMW X-Fahrzeugen ist ja auch das Thema X-Drive. Ja? Richtig. Also der Allradantrieb von BMW. Musst du den oft erklären? Fragen die Leute nach, wie er geht? Wie geht er denn? Und was sind die Highlights? Die Frage, wie er geht, kommt eigentlich nicht so oft. Es ist eher, dass er geht. Er ist permanent. Voll variabel und sozusagen das komplette Sorglospaket. Man ist in dem Fahrzeug immer sicher, weil die Kraftverteilung auf links, rechts einfach super schnell agiert. Gas geben, alles richtig machen. Richtig, genau so. In der neuesten Variante übrigens für die Community, hier steht der X5M. Da kann man den sogar programmieren auf 4WD Sport. Richtig. Und in der noch krasseren, hecklastigen Variante ganz genau. Abstimmen. Die Community fragt, was sind die Highlights von den Fahrzeugen? Gerne. Also Highlight X1. Ich würde sagen Raumgestaltungsmöglichkeit, 505 Liter Kofferraumvolumen, sehr kompakt, viel Platz. Cool. X2. Das ist der Rebell, der ist auf Design ausgelegt, dynamisch und an der C-Säule sehen die BMW-Logos. Der X3. Das ist der mit der meisten Motorenvielfalt. Benzinmotoren möglich, Dieselmotoren, Plug-in-Hybrid. Und auch ein reines M-Fahrzeug. Das kann der X5 auch. Aber der X3 kann auch bald vollelektrisch. Das wäre dann der iX3. Drehen wir doch mal den Spieß, Ede. Was sind die Highlights beim X4 für dich? Super sportliches Erscheinungsbild. Okay. X5? Segmentbegründer 99 und bei dem Auto 625 PS unter 4 Sekunden faltenfrei. X6. Die dickste Hose, die man fahren kann bei BMW gerade. Und die beleuchtete Niere. Okay, und beim X7? Exklusive Sechssitzigkeit im Innenraum. Ja, das stimmt. Mega cool. Also alle irgendwie außergewöhnlich, oder? Ja, richtig. Alle besonders und jeder kann eigentlich fast alles. Vielen Dank fürs Gespräch, Joy. Ja, gerne. Ihr seht schon, die BMW X-Family, hochbegabt und vielseitig sind sie alle, aber jeder hat noch seine Highlights. Vielen Dank fürs Zuschauen bei BMW Today.